Hey. Böses Schaf. Juhu, mein drittes Vordere wäre dann damit. Oder wir bauen uns nachher noch irgendwo was da drauf. Ein riesiges Schloss oder so. Um die Menschen zu knechten. Boah. Nein. Aber lustig wäre es schon. Ich überblicke mein Dorf von meinem Berg, von meiner riesigen Festungsanlage. Ich glaube, dafür fehlt mir noch ein wenig der Stein. Aber es wäre doch denkbar, hier oben eine riesige Festungsanlage drauf, um mein Dorf zu überblicken. Vielleicht später. Oder vielleicht muss ich das Zeug von da unten einfach mal hier hochholen. Hier runter. Da sind übrigens die Kühe. Und da unten ist mein Haus. Wenn wir dann hier hochgehen sollten, muss ich natürlich erstmal mein Haus ausplündern. Ich wollte gerade meinen, habe ich da direkt hinter dem Haus etwa Kohle liegen oder Kohlesteisen. Ich laufe nochmal hier hoch, weil mich interessiert, was hier oben alles in meinem Haus ist. Ah, mir ist gerade eine geniale Idee gekommen. Ich kann mein Haus auch einfach weiter ausbauen und hier oben ein riesiges Kuckloch auf meine Stadt machen. Oder auf meine Stadt. Ich nenne es schon meine Stadt. Was man nicht so alles findet. Oder was man nicht so alles erfinden kann. Das ist eine gute Idee. Ich bleibe hier oben und erblicke mein Dorf hinterm meiner riesigen Höhle. Ja, nehmen wir hier noch die Kohle mit. Sogar recht schnell runter. Aber wenn das so sein sollte, dann weiß ich schon, was ich als nächstes mache. Ich baue nämlich hier noch eine Tür irgendwo ein. Und baue mich dann da hoch noch dazu. Aber erstmal machen wir uns ein bisschen Cleanstone. Nennt sich das Ganze, glaube ich. Nicht so viel. Das sollte schon mal reichen. Dann gucken wir mal in unsere Truhe nach dem Glas. Bauen uns gleich noch einen Ofen. Wir haben es ja. Dass wir mehrere Sachen parallel erstellen können. Sonst dauert das alles sehr lange, bis es fertig ist. Das wollen wir ja nicht. Ofen, Ofen. Da ein wenig Kohle rein. Für das Eisen haben wir noch Sand dabei. Leider nicht. Hier noch ein wenig Kohle rein. Da ist noch ein Sand. Das lohnt sich nicht, den Sand da einzeln reinzuschmeißen. Cobblestone, Graybull. Oh, ich habe doch noch Wolle gefunden. Ah, genau. Machen wir uns ein paar Holzblöcke. Und damit werden wir uns dann ein Bett erstellen, was wir dann nachts nutzen können. Oh, es regnet. Da hinten ist noch Sand, den hole ich mir mal fix. Ja, zum Glück donnert es nicht. Ich glaube, das wäre jetzt das Schlimmste, was uns passieren kann. Und ich glaube, da unten ist uns wieder ein Vieh hier rüber gelaufen. Was natürlich ärgerlich ist für unseren Weizen. Aber ich hoffe einfach, dass mir mein Volk hinten in der Butze oder hinten in der Stadt, in dem Gebäudeteil dass die mir Pumpkin Seeds. Mit Pumpkin kann ich auch nicht sehr viel mehr machen als Jack-O-Lanterns bauen. Hier klaue ich mir überall ein wenig Sand.
für ein wenig mehr Glas. Ich sehe schon, die Sonne geht wieder unter. Das heißt, ich müsste mich vielleicht sogar noch beeilen, wenn ich das noch einigermaßen zubauen will. Ich sehe auch, dass ich gleich, wenn ich zu Hause bin, erstmal was essen muss. Na komm, sprinten. Ja, was mir eben noch aufgefallen ist, wenn ihr Zombies bekämpft, immer mit Sprinten angreifen. Das schlägt nämlich die Zombies nochmal ordentlich zurück. Und erlaubt es, viel mehr Schaden zu machen. Genau, hier ist ein wenig Cleanstone fertig geworden. Können wir zumindest den Berg so aussehen lassen, als wäre er wirklich noch ein Berg. Hopp, hopp, hopp. Mach den Rest. Fackeln. Hier noch hin. Da oben machen wir Glas hin, was wir jetzt irgendwie herstellen werden. Das teilen wir mal auf. Schmeißen das hier noch rein. Haben Iron. Mit dem Eisen machen wir uns als allererstes mal ein Schwert, ein besseres Schwert. Was ist das? Ah, ich kann nur 16 Eier auf einmal stacken, genau. Was war das? Essen, zukünftiges Essen, mehr Steine, noch mehr Steine. Das Glas brauche ich jetzt. Samen dahin, die Pumpkin Seeds dahin. Das rohe Hühnchen, das lohnt sich noch nicht beim Essen zu kochen. Ja, ich werde mir noch ein paar Leitern machen, genau. Hopp, ups. Fast. Naja, bleibt halt etwas über. Auch nicht so schlimm hoch. Ja, wir haben jetzt gerade das Level gespeichert. Glas. Noch mehr Glas. Noch mehr Glas. Das wird. Ja, ich baue mir da oben eine Glasfront hin, habe ich gedacht, nachdem ich mir hier Glas reingesetzt habe. So kann man zumindest erstmal ständig rausschauen, was schon mal sehr cool ist. Das heißt, wir sehen, was die Hausbesitzer da an neuen Gebäuden erstellen. Fackeln hier rein. Dass das Licht da bleibt. Ich glaube, hier habe ich vorhin Zeug weggerissen. Ich mache hier erstmal überall ein wenig Erde hin. Ich sehe gerade, wir können eh nicht alles ganz aus Glas machen. Ich glaube, ich will auch gar nicht alles aus Glas machen.
Habe ich nicht gerade gesagt, ich will noch was essen? Ja, da fängt es nämlich schon an. Doch, da ist es. Und weg damit. Nochmal. Na, das reicht erstmal. Man muss ja nicht verschwenden. Noch einmal nicht so viel davon. Hopp. Autsch. Ja, wobei, wir können hier doch alles drüber machen. Hopp. Da drauf. Da drauf. Drauf. Da drauf. Da dran. Hopp. Dann machen wir hier Erde hin. Da kommt noch irgendwann was anderes rein. Vorerst reicht das erstmal so. Das heißt auch, wir müssen das jetzt da oben noch zumachen. Vorzuge ich, glaube ich, gerade einer Holzböschung. Ich weiß, es sieht wahrscheinlich absolut grottig und hässlich aus. Na, dahin, dahin, dahin. Dran. Komm. Irgendwie muss das doch gehen. Nein. Ah, verdammt. Ich habe eine kleine Lücke, wo es mir reinregnet. Egal. Jetzt ruckelt es gerade stark. Okay, es hat aufgehört. Ich hoffe, man merkt es nachher in der Aufnahme nicht. Sehr schön. Hab gerade überlegt, wo meine Axt denn ist, aber das hat sich quasi auch schon erledigt. Ich heb mir hier mal eben fix einen Schlafraum aus. Ich glaube, ein Großteil von den Steinen, die ich gerade wegreiße, habe ich eben selber dahin gesetzt. Naja. Hopp, hopp, so viel zu Symmetrie. Stellen wir es uns an die Wand, schlafen mal bis morgen kurz durch. Und sammeln uns hier den Rest ein. Hopp. Wunderbar. Machen das hier noch ein wenig ordentlich, relativ ordentlich, sensationell ordentlich. Ich brauche eine neue Schaufel, am besten gleich zwei. Ich finde, bei Schaufeln und bei zumindest für Standardarbeiten werden oder reichen Steinäxte und Co. vollkommen aus. Man braucht dafür nicht unbedingt. Verdammt! Ich wollte mir doch noch einen Wassereimer basteln. Das heißt, ich muss noch mal Eisen finden. Eisen, komm raus, wo immer du bist. Hier ist eine Höhle, von der ich natürlich vorhin nichts wusste. Und da ist auch ein Creeper. Den wir gerade hervorragend besiegt haben, finde ich. Dann geht's tief runter. Da ist noch Eisen, ausgezeichnet. Ich will nur gerade hier hinten gucken, dass hier nichts ist. Dann bauen wir uns fix hier hinten das Eisen ab.